Liebe Bernerinnen und Berner, die nächsten Wochen werden für uns alle zu einer Belastung. Für uns privat, aber auch für uns alle zusammen als Gemeinschaft. Neben der Herausforderung für Gesundheit und vom Schutz des Lebens kommt jetzt das Abfahren vom ganzen öffentlichen Leben. Verbunden mit wirtschaftlicher Unsicherheit und ungewissen Aussichten. Solidarität und gegenseitige Hilfe. Das sind die besten Mittel, die uns durch die Krise durchhelfen können. Wir alle hier in Bern erleben eine einmalige Situation. Und auch ich habe die letzten Wochen und Tage voll von Emotionen erlebt. Aber es ist und bleibt so. Nur wenn wir alle Vorsichtsmassnahmen strikt einhalten, im direkten Kontakt Distanz wahren und uns als Gesellschaft weniger rasch, weniger häufig und weniger weit bewegen, dann können wir die Ausbreitung begrenzen. Das kann nur gelingen, wenn wir jetzt alle, und zwar alle zusammen, die Massnahmen solidarisch befolgen. Wir stehen sicher erst am Anfang dieser Krise. Und es ist klar, die Auswirkungen werden die weitere Zukunft prägen. Aber jetzt geht es darum, dass wir uns auf ein paar Wochen gesellschaftlicher Quarantäne einstellen. Also auf ein verlangsamtes, zurückgezogenes gesellschaftliches Leben. Die meisten Dienstleistungen und sowieso die lebensnotwendigen Dienstleistungen bleiben aufrechterhalten. Erste Priorität, das ist klar, hat das Gesundheitswesen. Das Beste, was wir jetzt machen können, ist uns gegenseitig zu unterstützen. Beim Kümmerle, bei der Kinderbetreuung, im Haushalt oder wo immer. Es ist denkbar, dass wir zur Aufrechterhaltung von Infrastruktur oder von Betreuung auf freiwillige Helferinnen und Helfer werden angewiesen sein. Liebe Bernerinnen und Berner, unser Leben wird anders. Es wird ein bisschen langsamer und es wird ein bisschen kleiner. Aber wir bleiben im Kontakt, im Haus, im Quartier. Wir bleiben auch im Kontakt darüber aus, in der Stadt. Für das haben wir Medien, für das haben wir soziale Medien. Über die bleiben wir alle verbunden. Unser Leben wird anders. Aber wir können es mit Inhalt und Sinn füllen. Wenn wir uns gegenseitig stützen, unterstützen und uns beistehen. Die Corona-Krise erinnert uns an die Kraft, die wir als Gesellschaft zusammen entwickeln können, mit gesellschaftlicher Solidarität. Nutzen wir die Kraft und machen wir etwas Gutes daraus. Es ist jetzt eine Zeit für eine Solidaritätsoffensive. Machen wir das miteinander.